Sei stark, Alexandra. Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? Meine Füße haben sich nicht in Rüben verwandelt. Guter Anfang. War klar, dass ein Teufel unter Teufelsschlingen verwendet. Ein Troll? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ein Sarkophag. Das muss Marmaduke sein. Das sollte den Fluch umkehren. Hoffentlich.
Marmaduke hat jedenfalls mehr hinterlassen als nur Pflanzen. Samantha wird froh sein, dass das Wappen zurück an seinem Platz ist. Ich hoffe, es hebt den Fluch auf. Ich habe das Wappen zu Marmadukes Sarkophag zurückgebracht, genau wie du es wolltest. Das dachte ich mir. Das St. Mungo-Hospital hat mir schon gesagt, dass die Füße meines Bruders wieder normal aussehen. Oh, ich bin dir unendlich dankbar. Ich hoffe, es hat nicht zu viel Mühe gemacht. Nur ein armseliger alter Troll. Nichts Besonderes. Ein Troll? Oh, tut mir so leid. Wie furchtbar. Seit Jahrhunderten war niemand mehr in der Gruft. Aber das wundert mich nicht. Marmaduke war wohl schon immer für eine Überraschung gut. Das stimmt wohl. Ich sollte wohl gehen. Ich will unbedingt zu meinem Bruder. Der wird sich freuen, seine Füße wieder zu haben. Natürlich. Ginge mir genauso. William und ich stehen für immer in deiner Schuld. Danke nochmal für deine Hilfe.